ein ganz interessanter Beruf, das ist ein technischer Beruf. Für all diese Bedingungen muss da wirklich große Namen holen oder dich interessieren für Technik. Das muss schon mal sportlich sein. Und du musst offen sein für alles wollen zu lernen. Und du wirst natürlich nicht zu nähren und nicht zu schützen für alle Drecksachen. Du musst auch keine Blut gesehen oder so Sachen. Die jüngere Zeit von dem Medaille geht nicht mehr in den Flotter setzen. Dass der den Leuten kann helfen. Du hast auch schon ein bisschen etwas gefordert. Das ist irgendwie kein Blutkorb gesehen oder so. Das merkst du doch direkt. Ich meine, das ist schwer Akzident, aber was für mich oder für all die anderen Leute, die schwätzen, nicht nur für mich mit. Ich weiß, dass das sie lange genug dabei für das zu wissen. Dass das Akzident, wo die Leute betrifft, die es da kennst. Ob das Familie ist oder Kollege. Aber ganz schlimm, was das Sachen man kann. Die Lösch, du hast mir richtig leid angestellt. Es sind Plätze, die sind ausgeschrieben, wie ein CATP oder ein Premier Lycée oder an einem Gesundheits, wo wir eine Firma oder so. Die können dann auch hinkommen. Da wird ein Test gemacht, Martin. Den Test, wo ich gesagt habe, Lederklammer, Gesundheitstest beim Doktor und dann tun ihre Sporttests. Und ihre Sporttests, du hast schwommen an einer gewissen Zeit und laufen, auch an einer gewissen Zeit laufen, zum Beispiel 5 Kilometer und 25 Minuten. Laufen und schwommen an Lederklammer. Und so du bei denen nicht Zeit respektive Leder nicht klemmst, kannst du direkt hingehen. Eine Sache kann ich am Anfang ein bisschen kompensieren, wie du Zählklammern oder so. Die Stehsachen müssen und dann musst du hier kleine Notnahmeexamen, was heute nicht so schwierig ist. Da gibt es Zugelos für eine Stage. Wir können uns so vorstellen, dass die nächste Ausbildung 3 Jahre dauert. Für was 3 Jahre? Weil wir nach Zugelos Pompjeen ist der hier als Rettungsassistent ausgebildet. Und die Ausbildung, die hier in Deutschland Notfallsanitäter, und die dauert nur 3 Jahre.